Wieder einmal sind wir im Park Babelsberg unterwegs. Unser Ziel ist der Flatow-Turm. Dass dieser Teil der Parkanlage von Peter Josef Linné gestaltet wurde, ist kaum zu übersehen. Behutsam wird der Park wieder in seinen Originalzustand gebracht. Hier war einmal ein Wasserfall. Hier ein Bachlauf. In Sichtweite der Flatow-Turm, unser Ziel. Der Flatow-Turm wurde von 1853 bis 1856 für Kaiser Wilhelm I. gebaut. Der Turm hat eine Höhe von 46 Meter. Im Turm befindet sich ein kaiserliches Arbeitszimmer, auch nutzte das Kaiserpaar das Gebäude als Gästehaus. Die teilweise original ausgestatteten Räume können besichtigt werden. Von der oberen umlaufenden Plattform bietet sich ein einmaliger Panoramablick über die Parklandschaft und über einen Teil von Potsdam. Unter uns die Gerichtslaube. Wunderbar zu sehen das Matrosenhaus. Die Nikolaikirche am Alten Markt in Potsdam.
Der Kindermannsee. Wie viele Stufen es bis oben waren, habe ich nicht gezählt, aber auf alle Fälle waren es zu viele. Aber es hat sich gelohnt. Auf dem Weg zurück zum Parkplatz bewundern wir immer wieder die Sichtachsen, die der Gartenkünstler Linné schuf.